Ja. Ich muss jetzt sowieso noch was einkaufen, deshalb machen wir als erstes das mit Methan, mit Fein. Sie müssen auf das nächste Shuttle warten. Ich habe wegen Ihnen schon das letzte verpasst. Sie mussten erst durch die Sicherheitsüberprüfung. Der steht auch hier immer noch rum. Warum behandeln Sie mich wie einen Verbrecher? Weil der vermutlich einer Biss. Ah. Wo ist denn das? Es ist ein Attentäter, Mann. Da fällt man direkt mit C-Sicherheit nachfragen. Die Leute wissen. 15 cm Klingenlänge an Bord eines öffentlichen Shuttles zu bringen. Alle Menschen sind Rassisten. Kein Wunder, dass der da festhängt am Zoll. Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich einen Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Interessant. Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert. Er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Aha. Ein kleiner Informant, Bro. Der geht mit dem Arsch vorbei. Will du wissen, wo der ist? Meistens oben vor dem Darkstar. Ja, weiß ich, wo das ist. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Da muss ich sogar hin. Sei ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, sehe ich auch so. Wenn Maus sie nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Dann holen wir uns mal. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Colliard ein Attentat plant. Ich habe ihm auch nicht gesagt, womit Sie Ihr Geld verdienen. Besprechen Sie sonst Ihre Attentate vorher mit der Polizei? Hm? Hab schon kapiert. Was er nicht wissen muss, braucht er nicht zu wissen. So, ich glaube, das hab ich schon erledigt hier mit den... Glaubst du, man kann irgendwo an Bord einen Fisch kaufen? Ja, und beim Souvenirhändler. Oder oben, könnte oben sein. Der Shop, wie das. Der Shop ist doch, glaube ich, doch direkt hier oben, ne? Nee. Wo ist dieser scheiß Shop? Doch, da ist er doch. Was kann ich für Sie tun? Ich habe keine Ahnung. Erzählen Sie mir von Ihrem Angebot. Wir verkaufen hochwertige Jagdausrüstung. Denn die brauchen Sie. Wenn Sie einen unserer Abenteuerurlaube buchen, stellen Sie sich mal vor. Ich bin mal gespannt, wie wir mit ihm reden können. Tagesanbruch. Sie und Ihre Gruppe sind seit 5 Tagen einem Shatha auf der Spur, der in dieser Zeit 4 Männer gerissen hat. Hä? Sie sehen ihn, nehmen ihn ins Visier, drücken ab. Bumm. Er fällt. Sie sind der Held des Tages. Das bieten wir an. Keinen Urlaub, sondern ein Erlebnis. Wenn alles über den Katalog abgewickelt wird, was machen Sie dann hier? Rodham glaubt an die Kunst des Verkaufens und den persönlichen Kontakt. Manche halten uns für altmodisch. Uns ist klar, dass Abenteuerurlaub ein Nischenmarkt für eine kleine, verschworene Gemeinschaft ist. Nur zur Sicherheit hier rumstehen im Geschäft. Warum kann ich mit dem Typen reden? Ich möchte etwas kaufen. Unser elektronisches Kataloginterface steht da drüben. Ich dachte, Waffen wären auf der Citadel jetzt verboten. Guter Punkt eigentlich. Waffen tragen ist verboten. Sie zu verkaufen nicht. Wir lagern sie außerhalb und liefern sie direkt zu ihrem Schiff. Wer eine Genehmigung hat, sowie C-Sicherheit, kann sie auch von hier mitnehmen. Also habt ihr doch Waffen hier drin. Ich gehe jetzt. Weidmanns Heil, Shepard. Da! Nur mehr Schaden. Jetzt kann ich praktisch jeden wohnen. Ja, das lässt es sich! Da ist er doch. Ja, ja, kann ich besorgen. Kein Problem. Na gut, das könnte ein wenig schwieriger werden. Apropos schwierig werden. Hallo, wie geht's? Ich wollte noch 2 Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Oh, scheiße. Kurios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Die Brille ist so geil, ne? Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Informationen. Halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Wir brauchen ein paar Antworten von Ihnen. Meine Auftraggeber... Sehen Sie, ich kann nicht einfach jedem Fragen beantworten. Aber mir schon. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für ein Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, denn die Leute, für die ich arbeite... Für sowas haben wir keine Zeit. Ah! Oh Gott! Fane, helfen Sie mir! Helfen Sie mir, Maus.
Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb habe ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte. Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das Sie gemacht haben, Krios. Ich hab's dann verbreitet, über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern, Elias Callahan. Alles klar, danke schön. Sie haben sich gerade jede Menge Schmerzen erspart, junger Mann. Ja, sicher. Aber wenn Callahan davon erfährt, war's das für mich. Und ich kann nichts dagegen tun, außer mich zu verstecken. Er wird immer so schnell wie möglich abhauen. Wenn irgendwas an mir liegt, dann verpassen Sie Callahan eine Kugel, bevor Sie wieder gehen. Du bist mir scheißegal. Ich hab, was ihr wollte. Geht's gut? Das war bestimmt nicht leicht. Maus wusste mehr über mein Leben als Colliard. Er grinst mich an, mit kaputten Zähnen und aufgeschlagenen Knien. Die nackten Füße völlig schwarz. Er hat keine Zukunft und sieht zu mir auf. Er vergöttert die mickrigen Geschenke, die ich ihm gebe. Ich war der Einzige, der ihm damals Halt gegeben hat. Trotzdem habe ich ihn verlassen. Genau wie ich Colliard verlassen habe. Maus sagte, Sie hätten ein Holo von ihm? Ja. Ein dummer Anflug von Sentimentalität. Ich kann mich ohnehin perfekt an jeden Augenblick mit Maus erinnern. Er zieht an meinem Arm, lächelt. Er will sicherstellen, dass ich mich an ihn erinnere. Dass jeder sich an ihn erinnert. Ich nehme das Holo. Er lächelt, als er die Miniaturversion von sich in meiner Handfläche ansieht. Dann runzelt er plötzlich die Stirn. Er greift an meine Taschen, sucht nach anderen Holos. Wo ist Ihr Sohn, Krios? Fragt er. Sie dürfen sich nicht die Schuld geben. Wer soll es dann tun? Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, Shep. Ja. Asari Hanau Pornospiele, die man in Shin Akiba kaufen kann, sind echt eklig. Okay. Shin Akiba, wo ist denn das? Wo ist denn hier die scheiß Taxistation? Ja, da drüben. Vielleicht doch, wo die Taxis stehen. Wozu? C-Sicherheit 100 Pro. Hier, Moment. Ah, Toto. Da war ich schon. Speichern. Ja? Colliard. Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem er zusammenarbeitet? Elias Callahan. Callahan? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Callahan und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Das ist dein Deal mit ihm, aber ich hab keinen. Wenn Sie sich schmieren lassen, bitte sehr. Mir ist egal, wie Sie Ihre Wir führen. Ich will nur wissen, ob Sie mir helfen. Ja, ich helfe Ihnen. Keine Frage. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können Sie ihn selbst verhören. Oh, das kann lustig werden. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Callahan glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Was haben die mit dem getrieben, dass er so rumschleicht hier? Wir haben Callahan. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Kann interessant werden jetzt. Der erinnert mich übel an Horatio. Ich weiß nicht warum. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Ah. Captain, sein Anwalt ist hier. Beschäftigen. Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich
ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Alles klar. Dann fahren wir die Hortengeschütze auf. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Ich Knieschau, ihr sollt ihn als erstes schießen. Machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Seid ihr der gute Bude. Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. Guter Bulle, böser Bulle. Klassik. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten. Okay. Druck machen. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Das kann lustig werden. Wer zum Teufel sind Sie beide? Jemand, der den kleinen Tag versaut. Sie haben ein Attentat in Auftrag gegeben. Sie werden mir jetzt sagen, wer das Ziel ist. Der Einzige, dem ich irgendwas sage, ist mein Anwalt. Ich sage Ihnen, wie es läuft. Ich stelle eine Frage, Sie beantworten die Frage. Und Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Für wen halten Sie sich eigentlich, Sie Schlamm? Mr. Callahan, kann es sein, dass Sie mir nicht zugehört haben? Oh, super. Sie haben mir gerade Ihren Job gegeben. Wenn Sie mich nochmal schlagen, kassiere ich auch noch Ihr Geld. Mit Ihnen fahre ich Schlitten, sobald Bailey hier auftaucht. Wie lustig, ihr habt Einfluss beim Rad. Ruhig weiter, das bringt dir nichts. Meine Partnerin ist nicht sehr geduldig. Was sind Sie, Froschjunge? Ihr kleiner Handlanger? Was soll das? Wollen Sie mich so lange langweilen, bis ich gestehe? Sie sind ein Niemand. Schlagen Sie mich doch. Los, okay. Schlagen Sie mich doch. Okay. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Das, was ich mit dir mache, wenn du noch hier drin bist? Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Es war nur Streit. Nur nicht Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen. Sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Warum ein Kroganer? Joram! Joram Talit! Ein Turianer aus den 800 Blocks. Na geht doch. Los. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. In Anbetracht dessen, wie sehr ihn die Leute fürchten, hätte ich erwartet, dass er etwas länger durchhält. Shepard, er ist ein ganz gewöhnlicher Verbrecher. Sie haben einen Reaper erledigt. Wenigstens haben wir den Namen bekommen, bevor er umgekippt ist. Gehen wir. Mein Kaleihensocke, Krankenbare reicht. Was steckt dahinter? Warum hat Callahan den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Na, kein Wunder. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Mir ist völlig egal, welche Politik Joram verfolgt. Es geht hier nicht um ihn, sondern um Thanes Sohn. An sich ja. Wenn es ein Rassist ist, von mir aus. Die Leute, die hier leben, sehen das anders. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den Lass ihn nur seinen Job erledigen und dann holen wir ihn uns. Ja, Sir. Meine Güte. Oder ich stolper aus Versehen und schießen dabei in den Kopf. Kann auch passieren. Ja, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Ja. Wo werden Sie sein? Unauffällige Bloodpack-Panzerung. In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Kannst sagen, was du willst, der Junge ist gut. Da, bist du denn? Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich bin an ihm dran, Faye. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es Ach, war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Mit Ihnen allen beiden. Ich folge ihm.
redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Colliard? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich gehe lieber unten um das See näher. Keine Probleme. Nee, ich wirklich, nee. Ein paar Keeper, die hier im Weg stehen, aber das war's auch schon. Ich würde mir ja gerne ducken, aber kann ich ja nicht. Haben Sie das Ziel im Blick? Ja, da unten steht er. Ich hab ihn. Ich stehe praktisch neben ihm. Ohne dass er es merkt. Das ist ein Schleichspiel, meine Damen und Herren. Oder auch nicht. Was haben die Herren da für eine seltsame Farbe? Ist das so komisch orange? Man sieht cool aus, aber normalerweise sind die doch komplett lila, oder nicht? Wie sieht's aktuell aus? Ich bin fast in Position. Er lässt den Leibwächter die ganze Arbeit machen. Dadurch kann er leugnen, etwas damit zu tun zu haben. Kleiner Hurensohn. Bist du auf das da drin? Nee. Tür öffnen. Ich sehe ihn. Jetzt rennt er weg. So unauffällig. Geht in den Club. Oh, ich auch immer noch. Wo ist er denn? Ja, dann. Das ist ausnahmsweise mal unauffällig. Bisher keine Probleme. Ne, immer noch nicht. Was macht er? Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Steht blöd rum. Einer seiner Wächter redet mit dem Barmann. Sieht aus wie eine Erpressung. Ich gehe mal eins zusammenbleiben, Shepard. Ja, ja, ja. Ziel in Sicht. Mhm. Oh, noch mehr. Was? Ich sehe ihn immer noch nicht, Shepard. Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, wo er auch seinen Leibwächter her hat. Wie kommst du da drauf? Nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Colliard irgendwo entdeckt. Wäre auch möglich. Vor mir sind Hindernisse. Ich versuche sie zu umgehen. Verlieren Sie ihn nicht. Wie denn, der steht da? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Gut, dass ihr beide die gleiche Stimme haben. Hey, wer sind Sie? Ich habe für sowas keine Zeit. Ja, weiß. Tut mir sorry, aber ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Ich sehe ihn. Knarre Runde. Colliard. Das ist ein Witz. Jetzt tauchst du auf. Helfen Sie mir, Drill. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Nee, das glaube ich nicht. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Was zum Teufel? Pock. Talit, verschwinden Sie von hier. Ja, ja, das will ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Ihr Vater und ich haben viele Leute ausgeschaltet, aber Sie nicht. Und es gibt keinen Grund, damit anzufangen.
Ich habe seine Akte gelesen. Wieso war es für ihn in Ordnung, so viele Jahre als Killer zu arbeiten? Ich war 6 Jahre alt, als die Anna mit meiner Ausbildung begann. Ich kannte nichts anderes. Deine Mutter hat mich aus meinem Kriegswahn rausgeholt. Warum hast du sie dann verlassen? Warum warst du nicht da, als sie gestorben ist? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich heranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Colliard, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Colliard und seinen Vater aufs Revier. Na, pack die doch mal hinter die Tür. Ein Zimmer und so viel Zeit, wie Sie brauchen. Sie tun ihm einen großen Gefallen, Bailey. Danke. Na, dann schicken Sie mir dafür zu Weihnachten eine Karte oder sowas. Komm, ich aus. Muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Wann ist denn hier Weihnachten? Das ist an sich eine gute Frage, wann ist da Weihnachten? Shredder-Munition. Oh, die ist geil. Ich meine, die brauchst du jetzt nicht, aber die ist geil. Scharpstole, das ist gut. Sehr gut. Alles im Allen war das jetzt sehr, sehr gut. Und die Citadel, dann haben wir das mit Fane auch. Jetzt haben wir nochmal Tuchanka. Komplett neue Umgebung. Ah ja, stimmt, das ist noch nicht ganz fertig. Müssen wir noch mitnehmen wieder. Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. Üble Typen haben immer viele Feinde. Es hätte jeder sein können. Nein, es muss schon ein ziemlich guter Killer gewesen sein. Vielleicht sogar der Beste. Betonung auf vielleicht, Bailey. Oder muss sie direkt werden? Wie ist das gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Wir wissen beide, dass der Junge in der Mühle des Systems den Rest seines Lebens verbringen wird. Und diese Typen waren nur ein Haufen überflüssiger Haut. Schuppen, was auch immer. Wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, ich höre zu. Geben Sie ihm einen Job. Er kann seine Schuld gegenüber der Gesellschaft abarbeiten und Sie können ihn im Auge behalten. Easy. Das wäre noch mehr Arbeit für mich. Und ich kann ihn nicht einfach für C-Sicherheit rekrutieren. Das muss offizielle Kanäle durchlaufen. Was bringt mir der Spectre ran? C-Sicherheit habe ich kein Wort gesagt. Ich meinte, er soll für Sie arbeiten. Oder so. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Und sich erstmal umdrehen. Danke, Captain. Hat mir der Spectre-Rang eigentlich schon irgendeinerweise was gebracht? Man möchte glauben, die Citadel hätte die strengsten Sicherheitsvorkehrungen der gesamten Galaxie. Aber ich bemerke 14 schwere Versäumnisse, die ein erfahrener Attentäter ausnutzen könnte. 8 davon gab es schon bei meinem letzten Besuch vor 10 Jahren. Tja, besser wird's nicht. Ich will wissen, wann das nächste Shuttle hier ankommt. Überhaupt nie. Alle 10 Minuten. So lange will ich nicht warten. Ich kann die Shuttles nicht schneller machen, Sir. Alle Menschen sind Rassisten. Naja, gut. Dann würde ich sagen, war das für jetzt. Nächstes Mal geht's auf Notuchanka. Danke fürs Zuschauen. Auf Notuchanka, Leute. Vollgas. Vollgas. Pfiuh. Tschüss.